Hauptfehler bei der Rasenpflege ist falsches Wässern. Wenn ich jetzt irgendwann im Juni, ist das hoffentlich soweit, mal eine Hitzephase kriege, dann trocknet der Boden relativ schnell aus. Und dann kommen die Leute und sagen, ja, morgens, bevor ich zur Arbeit gehe, gebe ich ein bisschen Wasser drauf. Abends, wenn ich nach Hause komme, gebe ich ein bisschen Wasser drauf. Und das ist fatal. Ich erkläre Ihnen jetzt mal ein paar Tricks, wie Sie richtig wässern. Dazu brauche ich also ein ganz normales Trinkglas. Und Sie stellen so ein Glas einfach irgendwo auf den Rasen. Dann sehen Sie ja, wie in einem Regenmesser, wie viel Regen gefallen ist. Wenn das Glas ungefähr halb voll ist, erst dann den Regensprenger abstellen. Weil wenn Sie sich vorstellen, der Rasen ist ungefähr 10 cm tief. Wenn der Boden richtig trocken ist, machen Sie das Experiment. Nehmen Sie jetzt bei dem feuchten Wetter eine Gartenprobe, legen Sie 1 Kilogramm auf die Küchenwaage, wiegen Sie genau 1 Kilo ab. Stellen Sie das einfach irgendwo hin, lassen Sie diesen Boden trocknen. Wiegen das wieder, wenn Sie den Boden richtig krümeln können, dann stellen Sie fest, dass das vielleicht nur noch die Hälfte wiegt, dass also der Rest Wasser war. Und entsprechend diesen Verlust, den müssen Sie ausgleichen.